Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, ich bin schon mal auf die Insel Naxos gereist und wir sollten ja unsere Mutter suchen, Myrine, oder sollen sie jetzt treffen zumindest. Ich hoffe mal, wir treffen sie jetzt auch. Und ja, genau, da bin ich in der Zeit schon mal hierher gefahren. Dann brauche ich das ganze Geplänkel hier zwischendurch nicht anschauen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir doch mal, was uns jetzt hier erwartet, Leute. So, wir sollen da oben sein. So, wieder ein Haufen Quests, sehe ich gerade, aber das machen wir später. Machen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Ist übrigens ein neuer Patch erschienen. Okay, wenn ihr das jetzt seht, ist er schon länger draußen, weil ich tue immer ein bisschen vorproduzieren. Und jetzt ist Max Level, Leute, 70. Also, ich bin 30. Also, wir haben einiges noch wieder vor uns. Ich habe mir gedacht, dass mit 50 Schluss ist, aber jetzt geht es doch noch ein bisschen weiter. So, schauen wir doch mal. Lasse mich nicht einschüchtern. Treff die Vorkehrungen und verdoppelt die Patrouillen. Wenn Paros sie entsendet, will ich sofort wissen, wenn sie da sind. Ja, Archon. Aber Archon, bitte, die Händler sind... Ich verstehe deine Bedenken. Aber der Schutz der Stadt und der Steinbrüche hat oberste Priorität. Ihr dürft gehen. Das ist ihre Mutter. Ein Soldat hinter uns? Die Beratung ist beendet. Cassandra? Wie? Ach, ich krieg Gänsehaut, Leute. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich dich noch immer fallen. Ich dachte, du wärst... Alexios lebt noch. Er ist bei Ihnen, oder? Ich begann ein ganz neues Leben. Kannst du das verstehen? Und jetzt erfahre ich, dass du lebst. Dass ihr beide lebt. Dich gefunden. Dein Bruder. Wir müssen ihn zurückholen. Dafür ist es zu spät. Ich habe euch einmal im Stich gelassen. Das reicht. Was hast du... Wie hast du... Ich habe eine Menge Fragen. Die haben wir beide. Aber frag. Ich antworte so gut ich kann. Erzähl mir von meinem wahren Vater. Wieso weißt du von ihm? Er sagte es mir. Nikolaos? Du warst bei ihm? In Megaris, ja. Nikolaos war dein Vater. Er hat dich aufgezogen, bis ihm sein Dienst für Sparta wichtiger war. Es gab einen anderen. Was kannst du mir über ihn sagen? Ich hatte gehofft, du müsstest die Wahrheit nie erfahren, doch es gibt Dinge, die du wissen musst, wenn wir den Kult stoppen wollen. Was meinst du? Er erwählte mich lange vor deinem Vater, Nikolaos. Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Was ist los? Soldaten von Paros haben in der Bucht angelegt. Nur wenige. Vielleicht ein Dutzend. Malaka! Timo, sammle die Truppen. Deine Fragen müssen warten, Kind. Ich möchte helfen. Kannst du mit diesen Waffen umgehen? Besser als damals, mit Sicherheit.
Gut, komm. Ciao. Okay, Folge Myrine. Es scheint, Silanos hat nun doch genug davon, den Marmorhandel zu teilen. Können wir ja lieber genießen, die Zusammenführung. Warum jetzt? Wir hatten immer Probleme mit Paros. Ich habe einen Angriff erwartet, nur nicht so bald. Dann ist es zu spät für Verhandlungen. Verbündete vergessen schnell ihre treue Schwüre, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Ich bin echt gespannt, wer mein richtiger Vater ist. Der richtige Vater von Cassandra. Warum arbeitest du mit Sparta zusammen nach allem, was passiert ist? Paros hat sich mit den Athenern verbündet. Sie ließen mir kaum eine Wahl. Du brauchtest Hilfe. Eine Rivalität mit Paros ist das eine, doch sie machten einen Krieg daraus. Ihre Partnerschaft mit Athen war mehr als Naxos schultern konnte. Na los. Die soll ich killen, oder was? Machen wir mal. Die Gebete der Mutter abgeschlossen. Nicht so nah. Ah, jetzt habe ich die Quest nicht erledigt hier. Nachholbedarf, was ist denn das? Sprich mit Myrine. Los, meine Myrine, meine Mutter. Komplett blutüberströmt, was ich gerade gesehen habe. Oder habe ich mich jetzt verschaut? Es bestand immer eine Rivalität zwischen den Inseln. Schließlich herrschte Naxos einst über Paros und Andros. Und sie beneiden uns um unsere Handwerker. Und jetzt? Sie glauben, sie hätten ein Recht auf Expansion. Ihr Oligarch will ihre Flügel ausbreiten. Aber wir stutzen sie ihnen, bevor es dazu kommt. Die wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Du erinnerst mich an Nikolaos. Du kämpfst genau wie er. Gnadenlos und gerissen. Er wäre stolz. Nikolaos spielte vielleicht meinen Vater, doch er war es nicht. Er wollte mich töten. Was er tat, war falsch, Cassandra. Ich hasste ihn dafür, aber auf seine Art liebte er dich. Das kannst du mir glauben. Führen wir das Gespräch woanders fort, ohne den Geruch des Todes in der Luft. Reite mit mir. Schauen wir mal, wo sie hin will. Ella! Diese Insel ist wunderschön. Oh ja, Sparta ist nichts im Vergleich zu Naxos Stränden. Sparta. Ich erinnere mich nur an den Fuß des Taygetos-Gebirges. Als ich dich nach deiner Geburt zur Pythia brachte, sagte sie nichts von solch einem Unheil. Sie sagte, du hättest Großes vor dir. Die Pythia kann nicht alles vorhersehen. Und wir haben immer noch nicht die böse Kultistin da erledigt.
Ich weiß nicht, wann die kommt. Ich kann sie auch nicht scannen oder so. Ich habe sie zwar aufgedeckt, aber ich kann sie nicht verfolgen. Die uns da in dem in der Kapelle da mit dem Alarm schnell gehandelt. Niederbrennen wollte. Weiß, wie gefährlich Paros ist. Sie machen kein Hehl daraus. Wer Soldaten schickt, sendet eine klare Botschaft. Es gibt kein Abkommen? Oh ja, vielleicht, aber es ist lange her. Jetzt besteht kein Zweifel mehr daran, dass Paros der Feind ist. Ein Feind, den ich mit dir besiegen könnte. Darüber sprechen wir später. Aber ich denke, du hast recht. Paros muss gestoppt werden. Paros muss gestoppt werden. Okay. Was macht sie denn? Paros muss gestoppt werden. Okay, sie sagt immer das Gleiche. Der Tempel nimmt Gestalt an, Evandros. Er wird allerdings eine Ruine bleiben, wenn wir nicht bald weitere Spenden erhalten. Doch das Geld fließt ins Militär. Es muss sein, wenn wir nicht wollen, dass der Feind den Tempel zerstört. Aber ich sehe, was ich tun kann. Es ist eine gute Tat, den Bau zu vollenden. Lykdamis war ein großer Mann, dem Ehre gebührt. An seinen Kampf gegen Korruption und Oligarchie sollte man sich stets erinnern. Wir müssen den Tempel fertigstellen. Hab Dank. Wir müssen wahrscheinlich das Geld sammeln oder so. Oder Geld eintreiben, denke ich mir. Was für ein seltsamer Tag das war. Aber ein guter. Ich hatte sicher schlimmere. Ich auch. Du bist eine bemerkenswerte Frau geworden. Doch ich erkenne die Bürde auf deinen Schultern. Dich zu finden hat sie mir leichter gemacht, glaube ich. Ich bin froh. Doch wieso führen uns die Götter jetzt zusammen? Vielleicht dachten sie, es wäre an der Zeit, dass unsere Familie wieder vereint wird. Wenn wir eine Familie sein wollen, müssen wir Alexios finden und ihn vor dem Kult retten. Sie sind der Ursprung all unserer Qualen. Und sie werden noch viel mehr Schmerz verursachen, wenn wir untätig bleiben. Ich ließ dieses Leben hinter mir, als ich Sparta verließ. Meine Sorge gilt jetzt allein Naxos. Lass mich dir helfen. Wir verteidigen Naxos und jagen dann den Kult gemeinsam. Myrine, das Symposium beginnt in Kürze. Bei den Göttern. Es tut mir leid, Liebes. Ich vergaß. Sattle die Pferde. Ich bin bald zurück. Das Symposium? Ich muss den Menschen zeigen, wie stark ihre Anführerin ist. Manchmal müssen wir der Welt ein Gesicht der Stärke zeigen, selbst wenn unter der Maske das Chaos tobt. Ich helfe dir gegen den Kult. Doch bevor ich Naxos verlassen kann, muss ich wissen, dass es ohne mich überlebt. Okay, das war mir klar. Wie kann ich helfen? Paros muss erledigt werden. Wir müssen ihre Position schwächen. Sind sie verwundbar, treffen sie leichtsinnige Entscheidungen und wir schlagen zu. Und wie lautet dein Plan? Wir müssen Paros Flotte zum Gefecht zwingen und sie zerstören. Doch mein Flottenführer Aeneas wird vermisst. Er ist zu Friedensgesprächen nach Paros gesegelt und sein Schiff kam nie zurück. Keine Sorge, ich finde ihn. Falls nötig, findest du mich beim Symposium. Mag das gar nicht. Aber sei weniger bedrohlich, wenn du mich dort besuchst. Mehrere Quests angenommen. Also müssen wir jetzt erstmal hier ein paar Quests machen auf der Insel, denke ich, dass wir hier die Startschwäche, halt wie auf den anderen Inseln auch, ein bisschen schwächen hier. Wir schauen mal. Also, wo sind wir denn? Oh, ganz schön was zu tun hier. Ich würde sagen, wir werden erstmal uns hier den Aussichtspunkt holen, damit wir auch porten können. Porten. Wie geht da oben? Oh.
Die brauchen wir noch nicht. Dieser Tempel ist dem Gott des Weins geweiht. Dionysos. Das würde Markus gefallen. Okay. So, dann sprechen wir gleich mit Myrine. Weil ich denke, dass uns hier oft in der Stadt eh überall hinschicken wird. Dann kann man die Fragezeichen nebenbei machen. Wo ist sie denn, Myrine? Da ist sie. Verfolgen. Ich will nur wissen, woher du dir so sicher sein kannst, dass sie kommen. Hörst du nicht, was ich sage? Es sind ihre besten Kämpfer. Du solltest die Öffentlichkeit meiden. Sie finden dich. Ich verstehe dich vollkommen. Doch ich muss gesehen werden. Der Hetzer leistet gute Arbeit. Ich brauche mehr Unterstützung gegen Paros. Ich habe schon zu viele Sterben gesehen. Der Hetzer. Bitte, verlasse diesen Ort. Was passiert? Was führt dich hierher? Cassandra, passt dich der Stimmung an. Lasst euch nicht stören. Bitte, führt eure Unterhaltung fort. Es klang spannend. Ich kam, um deiner Mutter zu sagen, dass der Kult seine Elite auf sie ansetzt und dieser Ort nicht sicher ist. Und ich erklärte Aspasia, dass ich öffentliche Auftritte für die Unterstützung der Bevölkerung brauche. Soll ich mich um die Soldaten des Kults kümmern? Nicht nur das. Ohne einen Beweis wird mein Volk nicht glauben, dass Paros hinter all dem steckt. Du musst einen finden. Natürlich. Machen wir. Gut. Und ich mische mich unters Volk, um Unterstützer zu gewinnen. Sei vorsichtig, sie sind gefährlich. Ich weiß. Ich bringe sie sicher fort von hier. Natürlich. Ich werde euch beiden gern helfen. Wir sehen uns dann später. Finde und tötet die Attentäter. Die Attentäter versteckten sich auf Naxos. Ihr Lager könnte sich in den Höhlen im Norden der Zeusbucht. Im Norden der Zeusbucht. Das ist hier praktisch. Also ich denke mal hier im Fragezeichen. Sie verstecken sich wahrscheinlich in der Höhle unter dem Berg Zars. Also es wird dann das hier sein. Ich würde sagen, wir gehen gleich hier zum Aussichtspunkt und klappern hier einfach mal die Fragezeichen ab. Aber erstmal natürlich das Fragezeichen hier. Und dann klappern wir das hier alles ab und dann werden wir das auch bestimmt finden, denke ich. Okay. Die Insel ist jetzt nicht so groß, also ich denke mal nicht, dass wir allzu viel Folgen brauchen. Okay, hatte ich bei der letzten Insel auch gesagt und dann hat es ewig gedauert. Anführer der Sippe töten. Klar. Wir brauchen bestimmt einen Schatz noch, oder? Antike Tafel finden und Schatz plündern. Okay. Hätten wir die antike Tafel. So, wo ist die antike. Ah, da könnte sein. Alles klar. So, gut. Gut, gut, gut. Dann auf geht's. Jetzt machen wir hier gleich weiter. Thank you.
Nur Schatz plündern, okay. Und keinen Schritt näher, Mietklinge. Ach komm. Okay, haben wir das auch wieder? Oh, schon wieder einer da. Hier wird es wahrscheinlich unter Wasser Ding geben. Mach dich bereit! Schiffswrack. Zwei Schätze. Hoch. Und dass uns hier die Luft noch ausgeht. Andere war da. Zum Glück sind hier keine Haie oder sowas. Sehr schön. So, weiter geht's. Da hinten haben wir schon so einen komischen Kopfgeldbeauftragten. Oh, wieder kein Adrenalin oder was? Leg die hin. Oh, wir haben 100 Wildschweine gekillt oder keine Ahnung. 100 Tiere auf jeden Fall. So, das könnte auch schon der Eingang jetzt sein. Wo sind wir denn jetzt einmal lang? Schauen wir mal. Kalanthusbucht.
Aber das ist ein kleines Lager. Anführende Jäger töten. Alter Schwede, was ist denn los? Was Schönes. Wir hören mal Igoros raus. Ein Höhleneingang. Ja, alles klar. Da sind sie drin. Geh halt hoch, was macht die denn da? Am Berg der Zars. Ostrakon-Rätsel, finden Schatz plündern. Finden natürlich den Attentäter. Festung der Aloaden. Okay, es ging recht fix. Oben ist noch was, oder? Ja, das ist hinter dem Stein. Okay. Geht's auch noch weiter. Da gehen wir mal nicht rein. Bevor wir nicht das andere geholt haben, wir noch das, nicht, dass wir uns jetzt hier also das Zeug nicht mehr snacken können. Ja, hier geht es mir auch noch hoch, habe ich gesehen. Man sagt, Zeus wuchs in diesen Höhlen auf. Ja, und jetzt ist Cassandra hier.
Hä? Sind wir gekommen? Nee. Hier sind wir nicht gekommen, oder? Schau lieber noch mal kurz raus. Nee, hier sind wir nicht gekommen. Nee. Okay. Dies muss Andres. Unten, glaube ich, ging es nochmal rechts weg, was ich gesehen habe. Hier. Ich denke mal, dass der Weg auch dahin führt. Überblick. Sorry, dass ich immer so in die Ecken reinklettere, aber ich will halt schauen, dass ich das Material auch so gut wie möglich mitnehmen kann. Da oben ist auch wieder was. Brauchen wir alles für den Schiffsbau und für Waffen upgraden. Seite reinkommen. Ah, hier geht sie auch wieder raus, oder was? Okay. Hier geht sie anscheinend auch raus. Oder geht sie direkt in die Festung rein? Hier geht es auch raus. Und sind drei Ausgänge. Okay, dann müssen wir wieder zurück, Leute. Dann müssen wir wieder zurück. Den kleinen Durchgang da durch. Wahrscheinlich könnten wir auch hier runterspringen. Schauen wir mal, was hier ist. Ah, so ein Erzding. Okay. So ist hier nichts. Oh, mach den. So, bin ich jetzt hier richtig oder nicht? Ich glaube schon. Hier weiter. Genau, das war der kleine Durchgang. Da ist auch noch was. Gut, dann gehen wir da mal rein, würde ich sagen.
wurden auf Paros geprägt. Und ein Brief? Er ist verschlüsselt. Okay, gehen wir zu Myrene zurück. Ah, da oben sind Schätz. Hier ist das Rätsel, okay. Wir haben komplett alles umsonst abgesucht. Aber wir haben wenigstens ein bisschen Material hinbekommen. Okay, können wir vielleicht hinporten? Brauchen wir den ganzen Weg nicht nochmal rausgehen, aber wahrscheinlich können wir jetzt nicht porten, weil wir in dem komischen Gebiet sind. Na, war klar. Okay, dann gehen wir raus, würde ich sagen, und schnappen uns dennoch den Aussichtspunkt und das Fragezeichen. Schönen Bogen bekommen. Fangzangbogen. Visuelles Anpassungssystem, was? Also ist ein Patch oder wie? Das visuelle Anpassungssystem lässt sich das Aussehen deiner Rüstung ändern. Du kannst diese Aktion direkt im Inventarmenü auswählen, indem du den ausgerüsteten Gegenstand auswählst, den du verändern möchtest. So, wir rüsten den aus. Ja, wie kann ich jetzt das machen? Oh, sieht schon aber geil aus. Oder geht es nur bei der Rüstung? 30. Kann ich das jetzt... machen wir mal L3. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Muss ich mal bei Gelegenheit noch mal schauen. Gehen wir gleich hier raus, oder? Ah, hier sind wir falsch, glaube ich. Oder? Fähigkeiten können wir ja eigentlich nichts machen. Wir brauchen die blöde Speerstufe 5 erst. 5, 5, 5, 5. Hier, ne, der ist schon 5. Okay. Dann können wir mit dem Schiff was machen? Ausdauer könnten wir vielleicht ein bisschen hochsetzen. Okay, haben wir Dumps. Was haben wir hier? Haben wir was Neues bekommen? Sternengucker. Dann machen wir das so. Okay, was haben wir hier noch? Kultisten? Hier haben wir eigentlich nichts bekommen, oder? Ach doch, da unten. 23. So, hier können wir das aussehen praktisch.
ändern. Okay. Wie geht denn das hier? Ach so, wie es aussehen soll, okay. Das schaut schon nicht schlecht aus. Okay. Hier haben wir ein neues Höschen bekommen. Kriegerschaden, 29. Attentatschaden, geil. Das schaut doch cool aus. So bloß blau, aber ist besser. Hier haben wir 29er. Auf, das haben wir letztes Mal, glaube ich, schon geschaut. Das ist nicht so. Es geht eigentlich nur von der Rüstung ein bisschen hoch, aber das war es auch schon. Wenn 29er. Na gut. Dann schauen wir nochmal auf die Karte. Holen uns hier das Fragezeichen und gehen dann direkt zu dem Adler und danach zu Myrine zurück. Festung der Aluden. Okay. Okay. Wir können sogar die Leichen hier, die verfaulten, verwesten. So viele kleine Inseln, was wir eigentlich noch erkunden könnten. Zurück zu Myrine. Schauen wir mal, was uns Cassandras Mutter zu erzählen hat. Irgendwann müssen wir mal auf Kultistenjagd gehen. Wenn wir den Stufe 5 hier erreichen. Bitte? Wie bitte? So, okay. Boah, Alter.
Die Drachmen der Soldaten des Kults stammen von Paros. Ah, es gibt wohl keinen eindeutigeren Beweis. Das sollte uns reichen. Bring sie zur Händlergilde. Sag ihnen, das ist der versprochene Beweis. Und sag ihnen, sie können sie behalten. Natürlich. Dies hatten sie auch bei sich. Es scheint der Befehl zu sein. Ich kenne diesen alten Dialekt. Die Kultisten müssen mit seiner Hilfe kommunizieren. Du verstehst ihn? Das Geld kam nicht von Silanos. Der Auftrag kam aus Sparta. Das ist unmöglich. Ich kann es dir übersetzen. Der Befehl stammt vom spartanischen König. Aber die Elite Spartas hat sich dem Kult stets widersetzt. Der Kult ist wie Wasser. Findet es einen Riss im Fels, sprengt es ihn. Sparta ist frei von Korruption. Sparta... Wie kannst du das sagen, nach dem, was Sparta dir angetan hat? Sie haben unsere Familie zerstört und den Kult ins Land gelassen. Warum sagst du nur immer sie? Ich bin Spartanerin. Und das bist du auch. Ist dem so? Ich trage hier die Verantwortung. Paros muss gestoppt werden. Aber danach? Ja, dann komme ich mit. So, okay. Wir haben einen Hinweis bekommen. Und schauen gleich mal rein. Und zwar hier unten. Oh, wir können sogar enthüllen. Sehr schön. Wir reißen eure Statue nieder. Wir brennen eure Tempel ab, wenn es sein muss, um die Welt von Nagern wie euch zu befreien. Für diese Entdeckung beseitigte der Kult den Anführer von Naxos. Okay, und kein Verdacht zu Polymach aus. Okay. Aufenthaltsort derzeit unbekannt. Derzeit, den kriegen wir schon noch. Paros muss gestoppt werden. Ja, das hat mir vorher schon erzählt. Okay. Paros muss gestoppt werden. Marmorbucht. Hier hätten wir noch ein paar Fragezeichen. Wir schauen mal auf die Quest. Strand ist des Bildhauers vor Anker. Untergang See. Plündere den Staatsschatz. Vernichtige. Töte Athener Soldaten. Ja, das wird. Okay, wir schauen uns das hier mal an. Ach, ich jedes Mal aus der Karte rausgehe. Strand ist der Illusion. Ein Schiff ging nördöstlich des Strandes des Illusions des Bildhauers. Also hier irgendwo. Okay. Können wir denn... Was ist denn mit der anderen hier? Die ist doch noch hier, oder? Verringere die Vorräte von Paros, plündere den Stadthaus, vernichte die Kriegsvorräte, töte Altener Soldaten. Es muss hier sein. Die Festung muss es sein, oder? Die ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt, wir probieren in der nächsten Folge, würde ich sagen, die Festung. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, weil ich glaube nämlich, dass diese Festung ein bisschen länger dauern wird. Also, wie halt, so lange wie halt eine Festung dauert. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Dann können wir frisch anfangen und uns da schön Zeit lassen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Reingehauen, ciao, ciao. Euer Andi.